Jo. Ja, ganz klein. Ganz gleich, ich fang schon an. Ich bin schon wieder voll unterwegs. So. Da sind wir schon wieder. Meh. Da geht's schon wieder Wenn sie sich los. schon auserkoren. Wären wir jetzt neben mir. Muss ich es riskieren? Muss ich es nicht riskieren? Ja, ich glaube, ein Tag, zwei Tag, drei Tag, darf ich das leicht schaffen, ohne dass ich da aus dem Mies halt. Boah, wird halt jetzt. Na, schleichen sich schon die ersten Warte Probleme mal. ein. Mir kommt das Mandel so klar vor, ich kann mir nicht helfen, Alter. Es geht eigentlich, es ist halt nur. Guck mir mal vor, es wäre nur 10 cm über dem Boden, Alter. Jawohl, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Naja, wenn sie gegen andere Sachen stellst, dann passt das schon. Hier rammen halt mal aus, was hier in der Bude so rumheiert. Ist zling, was man zling kann. Zerlege alles. Ja, was das tun wir, deswegen kochen wir jetzt was zum Essen. Zerlege alles, kümmere dich nicht um deine Kalorienanzahl. Die sind sowieso Ist teilweise das ganz nicht? komisch. Ich glaube, insgeheim willst du einfach von mir vernichtet werden. Aha, okay. Mann, Wie was ist kommst das du da für ein drauf? Spiel? Okay, wenn du meinst. Das habe ich so ein Gefühl, dass du gegen mich eingehen willst, einfach. Aha. So ganz jämmerlich und. Ja. Aber ist okay. Ich darf da lieber gegen so einen Skiller wie mich verlieren, also. Aha. Ich habe irgendwie das Gefühl, du Ja. nimmst mich nicht ernst. Meinst. Gute Ausbeute, die Hütte war super. Hat sich Auszeit, dass wir die auch noch haben. Die ist besser, die ziehen wir um. Kann man gleich zlingen. So, ey, wir brauchen jetzt nicht mehr, wenn wir beeilen erst. Wir können da gemütlichst vor uns, wir sind schon überladen. Verdammt. Na, diese Na, Zeig zeigt sehr mir gut. Nummer. Ich habe bei vielen Plane, was ich bis ins letzte Tuch forste. Ja. Okay. Viel Wer Spaß haben, dabei. wer haben. Ja, ich weiß auch, wo ich als nächstes hin muss. Das ist ja gut. Wo es von meinem Punkt aus ein bisschen schwerer ist, da hier zum Gehen. Cool, das ist eine Tür. Ah, gute Ausbeute. I'm gonna have to leave something behind. Wir müssen gar nichts zurücklassen. Ein bisschen trinken. Und dann schauen wir, wie wir gleich schon wieder aussehen. Weil ja, wir unbedingt verlieren. Und es geht ihm einfach, es dauert ihm zu lange. Weißt du. Achso, mir dauert es zu lang, weil ich in der Wohnung sitze und immer weniger Essen kriege. Bestimmt dauert nicht lang. Habe ich ganz Ah, vergessen. das Deswegen Essen sitze wird ich ja da knapp. drin. Ich verstehe. So schnell geht das bei dir. Unglaublich. Huch, da wird es immer nebliger. Verdammte Scheiße. So, bei mir wird's Essen knapp, aber ich verliere mich wenigstens nicht in der Wildnis demnächst. Man sollte mich in der Wildnis verlieren. Ja, ich weiß, dass der Rückzug langsam schwer wird. Das haben sie gleich. Wir machen uns ja schon auf den Rückweg. Ich weiß, wo ich hin will. Die Sache ist, ob ich hinkomme, wo ich hin will, ist die andere Sache. Ich weiß, wo du hin willst. Lalalala. Ja. Monst. Aha. Aber du wirst es nicht Das kommt schaffen. ja. Kommst du auf die Idee, dass du weißt, wo ich hin will? Weil ich weiß, dass du zum einsamen Pelzjägerhütten wirst, weil ich weiß, dass du hoffst, dass du dort Knarre findest. Aha, ich weiß aber auch, wo der andere Punkt von dem Kreis ist, das ist dir Echt aber nicht schon mal wo? bewusst, gell?
Ja, ich weiß nicht, ich hab das Spiel schon 100 Jahre nicht mehr gespielt. Ich glaube, jetzt habe ich mich verrennt. Es gibt einen Punkt, der ist oberhalb vom See, ist ein Wachturm. Da ist auch Waffen. Da ist auch eine Möglichkeit für die Waffen, ja. Gut. Ich sag nur die Möglichkeit. Echt? Ja, kleines. Ach so, dann geht's ja noch. Ich war gerade mitten in der Pampa unterwegs. Ich auf 5 Meter nichts mehr, geil. Ja, das ist dann ganz cool, das habe ich auch schon mal gehabt. Ah, schau mal, was wir da unten haben. Das könnte mein sicherer Tod werden. Ja, das kann bei mir lustig werden. Aber. Vor allem, ich finde es noch lustiger, dass dieser Wolf das Reh ignoriert. Ich hasse Wölfe. Dupi, 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 du. Wir rennen den Berg hier hoch. Gehen da oben am Bergkamm entlang. Da, 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 da. Jetzt habe ich Angst gehabt, dass das ein Wolf ist. Das ist mir jetzt gerade bewusst worden, gell? Was ist dir gerade bewusst worden, ja? Ich renne da gerade voll in der Nebelsuppe herum. Ich orientiere mich ein bisschen nach ein paar Punkten. Aber mir ist bewusst worden, da gehen wir hin. Aber mir ist bewusst worden, in dem Nebel könnten überall Wölfe lauern. Ja. Dann bringt er dein ganz Qua eigentlich auf die Distanz auch nichts mehr. Ich hab mich gefunden, Leute. Ich bin voll genial. Ich hab die Hütten wirklich. Was hast du gefunden? Cool. Ich hab nicht gedacht. Respekt, Respekt. Ja, hin und wieder kann man es sollen, gell? Man darf es nicht übertreiben, aber hin und wieder muss man sich zugeben, dass man gut ist. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, in dem Spiel hat so viel mit Glück zum da nebenbei. Ich muss was ablegen. Ja, natürlich. Jetzt geht da mal was ablegen und dann mal ein bisschen pennen. Da haben wir eine Leiche. Naja. Ja, ich fahre eine Leiche, wo wirklich mal gar nichts drin war. Es könnte schlimmer sein. Jo, du meinst der Schneesturm, wie zum Beispiel der Schneesturm, was gerade kommt. Ja, der ist böse. Ich muss nur einen Aufgang finden, aber ich glaube, ich finde den gerade nicht. Aber ich versuche eh schon in Senken und hinter Felsen und alles mögliche rum zum Eiern. Ja, ich weiß, dass die einfrierst. Müssen wir ein bisschen laufen. Hilft euch nix. Aha, da kann ich nicht so kleine stopfen. Okay, dann wieder alles retour. Problematische daran ist halt, wenn ich jetzt meine Ausdauer so raushau, kann es passieren, dass mir ruhig das überrascht. Das ist Krams sein, nicht tun wie. Also das habe ich wieder woanders wahrscheinlich liegen. Ich voll Genie. Na wurscht, wir haben ein paar Medikamente dabei. Da ist felsig. Müssen wir vorsichtig eiern. So. Tap, tap. Müssen wir nur noch hochkommen. Dann ist die halbe Miete schon gut. Oh, da haben wir unsere Brennklumpartie. Das ist jetzt eine gute Frage, gell? Kalt und hungrig. Was haben wir eigentlich da unten? Wenn du 2 Stunden da draußen rumeierst, ist irgendwann klar, dass es kalt wird, gell? Wir haben da Brennklumpartie. Dann haben wir da das. Da, 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 da. Da, 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 da. Mich wundert es, dass du den Turm gar nicht mehr weißt. Ja, ist ja schon alles so lange her. Ja, ein bisschen Laffer gehen wir wieder. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ah, was tun wir da? Ich habe Holzbriketts. Nein, die haben wir einfach da oben rein. Mm-hmm,
PC haben wir noch, PC. Und das haben wir ja schon. Benzin. Das haben wir da. Ja, stress dich nicht. Bis die Zeit draußen. Nein, ich rede mit meinem Typen, weil er sich schon beschwert, dass er seine Füße ja nicht mehr spürt. Voller Pech. Oft ist das Leben scheiße. Ja. Oft läuft es blöd im Leben. Also eigentlich müssen wir froh sein, dass wir beide das Spiel schon mal gespielt haben, ansonsten hätte es wahrscheinlich nicht lang gedauert. Aber nicht mehr relativ, ist der. Ja. Aber so hängt es jetzt doch nur mehr vom Glück ab, teilweise als andere. Oh nein, es so ist nicht da. Lächeln, Bobby, was tue ich mit dir? Irgendwas muss in die da und die tue ich das da rein. Ah, nicht den Tisch auseinandernehmen, ich würde eigentlich. Ja, egal. Oho, ein Kletterseil. Das machen wir da mal. Das ist halt jetzt richtig schäbig, gell? Ausruhen, aber wir haben ja keinen Stress. Geht dann Holz ist echt geil. Es ist nicht mehr dunkel, das gefällt mir nicht. Es ist nur 3 Stunden dunkel. Schauen wir uns das Ding an, das Kletterseil, wo ist es denn? Da. Ist zum Klettern gedacht. Interessant. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Unser Brocken, ja, ich bin ja schon unterwegs. Nicht. Was ist echt? Ich laufe da jetzt mit Zündhölzern in der Gegend rum. Mit meiner Bude orientieren kann. So. Da schau, da haben wir ja was. Das wird der Siege. Das wird gut. Das nehmen wir noch zum Futtern mit und das nehmen wir auch noch zum Futtern mit. Ausgezeichnet. Ja, trinken wir schon was. Ja, es läuft. Ja, dann essen wir da ein bisschen was. Es läuft. Ziemlich gut geworden, ja? Weg, snacken. Ja, muss deiner nicht so oft schlafen? Ja, meiner muss 3 Mal am Tag schlafen, so bin ich ja, sofort. Ja, meiner hat das schon ein bisschen drauf, als der, wie das funktioniert und so. Oho, eine Notfallspritzer. Ja, das trinken wir uns da gleich. Bist du da so unterwegs erst? Ich stehe gerade in einem Turm. Es ist noch immer dunkel, wir brauchen noch Zündhölzer. Ja, mein Typ wird auch schon wieder fast müde. Ja, gehen du nur rum. Ah, jetzt darfst du erstmal trinken. Oh. Ist mir gescheit was. Das ist nur circa 2. Ich hab mir irgendwie erhofft, dass wir hier mehr Sachen finden. Warte mal, 1 Stunde 30. Und wie lange läufst du noch? 1 Stunde 41. Das wunderschönen hast du ja. Guten Morgen. An diesem wunderschönen, guten, schönen Tag. So, wir werden uns gleich auf den Weg machen, wenn es das Wetter zulässt. Weil ich habe noch eine schöne Idee, wo wir uns verkriechen könnten. Was haben wir denn für Temperatur, Burschen? Gefühlt minus 16. Nein, das lassen wir lieber. Wir warten einen schönen Tag. Wir haben es nicht eilig. Wir haben ja ein paar feste Vorräte da, so ist es ja nicht. Wir könnten angeln hier auf die Schnelle. Haben wir Angelhaken dabei? Ein Angelhaken hätte dabei, dann packen wir noch ein bisschen Holz ein. Dann nehmen wir das Feuerzeugbenzin mit und. So, jetzt haben wir schlafen. Da die Schlinge nehmen wir auch mal vorsichtig mit, vielleicht können wir sie ja irgendwie benutzen. Dann haben wir einen schönen Lock. Ah, wir nehmen 2 Loks mit, wir haben sie ja. Und Zünder brauche ich. Zünder.
Zieh-Zer-Zünder da haben wir. Ja, die Tür geht, genauso auf, dass ich nicht runterkomme. Darf ich dir? So. Und wo dreht er sich herum? Ja, so ziemlich in der Turmnähe. Turmnähe, du bist schon auf dem Turm unterwegs, oder? Ja, ich war gerade oben. Das einzige Problem, was dabei gegeben hat, das hat nicht das gegeben, was ich mir erhofft habe. Also jetzt was richtig Mitleid mit mir. Oh, kann man vorstellen. Na wirklich? Ah, gerade bei dir. Ich habe echt Mitleid mit dir gerade. Weil wenn du so Strecken hast und dann kriegst du eigentlich nicht das, auf das du eigentlich hoffst, dann bist du ein bisschen angepisst. Die Strecken ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du weißt, wie es das gehst. Und ich habe zum Beispiel das nicht gewusst und ich weiß, was man da hinten kriegen könnte. Ja, es gibt glaube ich nur die zwei Orte, wo es klar ist. Das heißt, ich muss nur zur verlassenen Bärenhütte, dann habe ich eigentlich alles klar. Es gibt nur ein paar Orte. Ja, ich weiß, aber das sind eigentlich die zwei häufigsten. Ich kenne einen ganz besonders bösen Ort. Es gibt mehrere, das ist schon klar. Du warst auf jeden Fall auch ein Ort, wo ich nicht einige werde, bevor ich das gehabt habe. Hm, wir waren mal. Weil du ja 50% Chance hast, dass der da ist. Ich habe ja gewusst, dass da noch was ist. Und wenn es mir nicht täuscht, dann dürfte da hinten was sein. Oh, da lass, oh, da lass. Ja, das ist ja das einzige Problem. Du kommst hier genau falsch runter. Da war sie eben jetzt gerade nicht weiter. Oh Gott. Nein! Gibt's ja nicht, dass die genau hinter diesen scheiß Holzstapeln sitzen, oder? Hehehe, ich hab's ja gewusst. Genau deswegen nehmen wir da hin und wieder sicher Abkürzungen. Weil ich weiß noch aus meinem ersten Spiel, es gibt ein paar nette kleine Dinge. Sag mal, die ist jetzt nicht gut, oder? Brauchen wir Rohrfeuer? Ja? Alter, du bist jetzt ernsthaft einen Berg abgerutscht und hast deinen Knöchel verstaucht. Und du für Weichei. Das habe ich in der letzten sogar noch erwähnt, dass das geht. Ja, aber dass das immer nur gibt bei 20 cm, die was drunter rutscht, das habe ich nicht gewusst. Halt's Maul da hinten. Ja, ich weiß, dass der wäre. Ich habe gerade keine Zeit, dass ich die verbinde. Ich glaube, du hast gerade ganz andere Probleme, als dass dir das wehtut. Ja, eine super Angelegenheit ist das auch. Ja, super, jetzt kannst du nicht lachen, mit Trottel. Mit. Vielleicht kriegen wir nur eins zusammen, schönes. Ja, natürlich. Ja, sowas passiert. Sowas passiert halt dann, wenn man rückwärts im Rolling Hill läuft, gell? Und da ist einem ganz warm auf einmal. Ach, schön ist das. So. Mit Lagerfeuer ist alles besser. Minus 19 Grad, ernsthaft? Nee. Wir müssen im windgeschützten Bereich bleiben. 3 Stunden Tageslicht, super. Ich hoffe, die Hütten haben es repariert. Aber obwohl, da kann jetzt Glück kommen.
Bitte hab Glück. Niemals. Ja, cool, das ist ruhig. Jetzt brauchen wir Medizin. Wie war das gleich nochmal mit der Medizin? Schmerzmittelverband. Ah. Weißt du nur, wie man ins Charakter nehmen, wenn ich geht? Dass man sowas wie Knöchel oder so heilen kann? Taste und dann hast du irgendwo Erste Hilfe. Ah, da unten. Behandeln. Nur zur Info, ja, also Bildung mag ich den Sieg gar nicht, da muss schon was hergeben können. Ja, deswegen. Ja, aber jetzt hast du was gehabt. Vor allem. Wie mit einem alten Schlaf. Wir machen uns da jetzt ein Feuer, oder wir probieren es zumindest. Bitte. So. Also, mir wundern da manche Sachen, wie zum Beispiel, du bist in Kanada. Kanada ist es bekanntlich kälter als bei uns. Ja, da steht aber Holzfällerhütten, wo kein einziger Ofen drin ist. Es gibt Häuser ohne Ofen. Die haben draußen leben die Leute. Eine Königsfamilie. Ja, und das. Okay, jawohl, nehmen wir. Ja, aber das hilft da drinnen ja nichts. Weißt du, wie man? Ernsthaft, mir ist mein Angelknumpel gerade eingegangen. Und das ist ja ein Bullshit. Ja, wenigstens ist drinnen wärmer als draußen. Ja, wir haben das wieder. Das ist halt auch ganz cool eigentlich, dass du im Haus drin, wenn jetzt vor der Tür steht, dann kriegen Schreikrampf. Du Na. Willst ihn bekommen. Meinst? Ah, so schön, verstehst du, jetzt minus 5 Grad. Ich muss mir jetzt ein bisschen hier drin aufhalten. Wenn wir dann beenden, muss ich halt. Ja. Nochmal aus dem Haus aussehen und dann nochmal rein und fertig. Beenden, oder haben wir noch? Ich glaub, wie lange? Keine Ahnung. Weiß nicht. Hast du die Zeit im Blick? Ja, dann schau ich gleich. 23. Plus 23. 23 Minuten sind's. Ja, dann geh kurz mal aus und geh wieder rein. Nein, nicht anziehen. Ich würde es schon nicht legen, doch. Ja, du weißt das Ding nicht. Naja, nachdem ich es jetzt gespeichert habe, weil wenn es in ein Gebäude reingeht, speichert es. Werde ich die Folge hier schon mal beenden. Den Rest kennst du dann singen, was bei ihm so los ist. Du wirst ich bin schon lange dran, wir haben zerlegen müssen. Aber jetzt ist er fertig. Achso, ja. Achso, ich hab gedacht, du brauchst nur ein Stückchen, deswegen haben wir gedacht, beende ich doch. Wir wollen ja keinen Vorteil für irgendwen ausholen, ja. Nee, das war nicht unbedingt der Vorteil. Na gut, passt. Passt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.